So, herzlich willkommen zu Terranigma. Und wir waren ja jetzt hier in dieser Eislandschaft. Und wenn jetzt befreien, wir gehen nochmal hier oben, weil wir jetzt die Truhe haben wollen. Eigentlich wollte ich die überspringen, weil wegen der Zeit, aber jetzt haben wir ja wieder genug Zeit, aufgefrischt sozusagen. Und machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und schon wieder vortrainiert und so. Ja, das sieht man am Level. Ich habe das mit der Lawine nochmal neu gemacht. Da, wo ich das übersehen habe, da war ein Diamant, wo ich vorher jetzt rein wollte. Hier wollte ich ja vorher rein. Und hier war denn ein Diamant drin. Da vorne kann man einfach so rüber gehen und das war's. So. Aber wie komme ich jetzt so da an den Truhe? Da war ja was. Das weiß ich jetzt nicht wirklich mehr. Ich geh mal deinen Weg der Lawine nochmal. Vielleicht komme ich denn zur Truhe. Das war ein bisschen aufwendig. Oh. Habe ich ja über. Den hast du zwar schon mal geholt, aber weil ich das mit der Lawine nochmal neu gemacht habe. Ich dachte, ich komme da nicht mehr hin. Falsch gedacht. Konnte ich den nochmal holen. Oh, Alter. Reißt euch am Riemen, ihr kleinen Köters. Die wollen sich aber platt machen lassen von mir. Die habe ich auch schon geholt gehabt. Nicht sehr wundert, weil der Emulator hier, der hat einen kleinen Fehler. Leider. Und daher sind die ganzen Dinger hier wieder neu. Und den Vital-Elixier nochmal nehmen. Die Sachen habe ich hier alle schon eingesammelt, hatten den Let's Play davor. Und ich habe einen Fehler hier in den Emulator. Irgendwie seit dem neuen Update, seit dem neuen Android-Update hier. Ne, ist zu. Glaube ich, hätte da vorher hingehen müssen. Naja. Na, jetzt weiß ich es eben ja, besser. Das ist immer das Problem, wenn Android erneuert wird und die Hersteller ziehen nicht nach. Das ja. Das ist immer das Problem. Das merkt man besonders an dem 64-Emulator, wie schlecht der funktioniert. Ja, der hier geht. Ich habe da jetzt einen anderen gehabt, noch einen Emulator, der besser funktioniert, aber. Ich hätte das denn alles wieder komplett von vorne machen müssen. Darauf habe ich ja irgendwie auch keinen Bock gehabt. Ne, hier komme ich nicht hoch. Es gibt zwar einen geilen Trick, wie man gut trainieren kann. Da ist so ein Ausgang. Rein, raus, Gegner besiegen, wieder rein, raus, Gegner besiegen und immer so weiter. Und so kommt man sehr schnell hochgelevelt. Oh, Alter. Weil die Gegner kommen ja immer wieder. So, jetzt habe ich dich. Das ist nur fast 10. Aber das ist in den Turm. In den ersten Turm kann man so gut trainieren wie bei den Rittern. Ja. Boah, die Viecher ziehen ja auch. Also, hätte ich nicht so ein heftiges Level jetzt, dann hätte ich schon wieder das Nachsehen. Man merkt, dass ich mit den Level jetzt höher gehen muss. Mehr trainieren muss. Merkt man jetzt sehr stark. Aber hier merkt man auch jedes Level. Bei manchen Spielen merkt man ein Level immer nicht, aber hier merkt man die Level sofort, wenn man steigt. Waldkraut ist glaube ich Verwirrung oder Vergiftung. Eins von beiden war das. Ne, wir holen jetzt noch die andere Truhe. Wenn schon, denn schon. Ich weiß, ob da Aufmatz oder was drin sind. Ja, man sollte immer jede Truhe mitnehmen, die man wirklich bekommt.
Und 99 Taler. Ist auch wichtig, Gold. Gold ist wichtig. Dann können wir uns unsere Ausrüstung nicht besorgen. So, jetzt da rein. Ah, dich lasse ich jetzt. Oh, Alter. Reißt euch endlich mal. Oh, Alter. Das ist Kacke. Die sind gegen diese Attacke immun. Das ist die schnellste Attacke und auch einer der einfachsten Attacken. Also einer der mit am einfachsten einsetzbar. Und ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr noch ein paar andere Classic Let's Plays sehen wollt, die man auch zu zweit spielen kann und so. Einfach mal in den Kommentaren schreiben, was für alte Spiele ihr oh, sehen Alter. Wollt. Die einzelnen Spiele, die wir leider nicht machen, sind Autorennen und Fußball und manche andere Sportspiele. Ansonsten ist es völlig egal, was ihr für Spiele sehen wollt. Ja, also wenn mal als Vorstellung oder sowas, ja. Aber Autorennen Let's Play geht auch nicht richtig, eher als Vorstellung. Weil Classic Autorennspiele, naja, die sind nicht wirklich, außer Mario Kart und so sind die nicht so, die alten Autorennspiele. Da gehen wir die neueren. Ja, aber da ist auch nicht viel, also. Aber so Adventure Jump and Run Spiele und so hat alles von alten Klassikern, die sind immer gut. Zum Beispiel Looney Tunes könnte man zum Beispiel noch ein Video drehen. Oder Turtles, Donkey Kong. Das sind alles noch gute Klassiker, die man auch gut machen kann. Die haben wir ja auch alle. Ja. Alter. Ich habe ihn getroffen. Ich glaube, das geht auch nicht. Leider. Und? Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler. Ja, ich darf wieder von vorne. Schiete! Da kam ich nirgendwo hin. Naja, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, weil ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Das letzte Mal, wo ich wirklich richtig intensiv gezockt habe, war auf dem Super Nintendo. Und von daher fiel mir noch wieder, ist mir sehr viel noch entfallen. Dann müssen wir in den Weg nochmal von vorne. Oh ne, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Echt jetzt, ne? Ihr seid einfach nur nervig. Es ist ja nicht so, dass ich vor dem hier noch voll war, ja. Ich muss mich beeilen. Die Zeit, die sagt auch schon wieder. Hier, Alter, beeile dich. Sozusagen. Sind schon wieder 10 Minuten rum. Oh, Alter! Mann, geh doch mal tot. Alter, schiel ich oder was? Nein. Schneller, schneller. Futter, Futter! Friss dich fett, Alter. Schon Winterspecken anfällt, Alter. Was habe ich alle verbraucht? Boah, die Level bringen gar nicht so heftig schon trainiert, aber trotzdem kriegt man ordentlich Schaden. Ja, also. Ab hier. Ist schon wichtig, dass man sehr hoch trainiert. Ich bin mir überlegen, den darauffolgenden Let's Play wirklich so heftig zu trainieren, dass ich auf Level 40 oder 45 bin oder auch sogar 50. Auf das Max-Level. Oh, das dauert. Das Training dauert sehr lange, bis man eine schöne Stelle finden, wo man richtig gut trainieren kann. Auf jeden Fall. Weil es ist ja nicht so, dass man die Erfahrung hinterher überhaupt kriegt.
am besten so eine Stelle finden, wo 5 Gegner sind, wo man dann rein und raus immer kann. Rein, raus, alle 5 besiegen, rein, jo, raus. Jetzt kommen wir zum Endgegner. Und der bringt auch nochmal die Erfahrung. Jo. Jedi. Denn das Vieh nimmt immer verschiedene Formen an. Das ist auch fies hier mit dem Schneesturm. Ja. Immer da, wo er langläuft, da ist der Schneesturm. Alter, reiß dich da mal am Riemen hier. Ah, wo ist jetzt? Ah, jetzt. Ja, der macht die von alleine weg. Na komm runter. Na, wird's heute noch was? Ah, jetzt ist er unten. Ah, da war ja was. Ich muss sie wieder zurückstoßen. Oh, halt mal an. Bam. Feuer auf Zelda manieren. Erstmal. Boah, der braucht mehr Treffer diesmal. Ja, weil es seine eigenen Strahlen sind. Die sind also nicht levelbedingt. Nee. Erst wenn er selber runterkommt, dann. Und ich ihn denn treffe. In seiner normalen Form. Oh, alter Schön. Geh doch mal dort. Boah, braucht der viele Treffer. Oh, der wird immer schneller. Alter. Oh, Alter, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Willst du das ausrüsten? Na. Anwendung? Nein. Wenn ihr das ausrüsten wollt, dann müsst ihr bei Anwendung. Geht doch. Jo, jetzt kommt die dritte. Zuerst war ja der Yeti. Dann der Magier und der dritte ist es er selber. Und der Ergebnis wird schneller gehen. Jo! Voll der kritische war das. Ach, der Tag ist gekommen. Die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Ach, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Das sagt er mir schon die ganze Zeit über, aber ernsthaft. Einfach Angriffskraft ist ja da bei diesem Level enorm. Ja. Aber die Verteilung, die ist so schlampig, das geht gar nicht. Ja. Zwar steigen die KP, aber was bringt KP, wenn die Verteilung nicht hoch ist? Ja. Ah, jetzt kommt das nochmal, die Entwicklung und was weiß ich alles. So, zuerst habe ich die Pflanze, jetzt sind die weg. Und jetzt kann ich auch nicht mehr mit Tieren und Pflanzen sprechen. So, da kann ich die anlabern, da kommt immer irgendwas wie Zwitscher oder sonst was oder diese Pünktchen und was weiß ich. Ich kann jetzt nicht mehr mit denen sprechen. Ein Kuscheldämon. Der will knuddeln. Er will knuddeln. Es wird geknuddelt. Der natürliche Feind der Dämon. Arg. Und umgekippt.
Dumm, dumm, dumm. Und jetzt müssen die Menschen frei sein, ne? Ja, jetzt sind die Menschen wieder frei. Bloß ich muss jetzt für das Wachstum der Welt jetzt sorgen. Sprich, die ganzen Städte erweitern und sowas. Boah. Da gibt es immer die Städte Level 3, Level 1, 2, 3 und so. Und dann muss ich verschiedene Voraussetzungen erfüllen, damit die Städte wieder höher werden. Also sind es erst in Dörfern und dann wird es immer größer. Ja. Kapitel 3, Licht und Schatten. Oh. Pink Pinkchen. Schluck, du bist wach. Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kummari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Ja, zuerst kommt jetzt, muss ich die Marleen finden. Da ist auf diesem Friedhof. In dieser Stadt mit den ganzen Zombies. Jetzt müssen wir hier unten. Dum, da, da, dum, 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 dum. Du bist endlich aufgewacht. Ah, ich bin Lord Gumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Arg, er hält den Knochenzauber. Der Mensch, Lord Kummari, Mayo Maricho, ist angekommen. Ich weiß, bitte ihn herein. Boah, Alter, Sprachfehler 0. So, jetzt gucken wir mal hier. Da, 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 da. So, der Knochenzauber ermöglicht die Flucht. Also ich kann den abhauen. Sowas wie bei Luffy mit Flucht und so. Oder bei die Edition mit Fluchtseil. Du, 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 du. Oben müsste jetzt ein Geschäft sein und auch eine Kirche. Hier kann ich speichern. In diesem Kloster. Das ist ja doch ganz schön weit, die Menschen hier. Ich habe erst gedacht, dass man da wie bei Höhlenmenschen anfängt, seine Mörder macht. Später kommt noch mit so einem Wissenschaftler, der lauter Zombie züchtet und so ein Kram. Richtig so ein Psycho-Typ. Auf den Zombies tut er da erstmal sich da züchten. Der hat nicht mal Latten am Zaun. Der will auch die ganze Welt zu Zombies. Das ist nämlich, glaube ich, der vorletzte Endgegner. So, erstmal im Laden. Natürlich frischen wir das hier wieder mal auf. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Das hat bei dem letzten Let's Play mehr als natürlich. Kaufen wir das. Waffe hat er diesmal nicht, der Geizkram. No, Alter. Ich rüste dann aus, ne? War es wieder für dieses Let's Play. Wir haben jetzt den Endboss platt gemacht und dann nochmal Quick Save in den Emulator selber und dann reinhauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Na?